Also hier bin ich angelandet nach 5 Tagen Trampen und viel gelaufen bei der richtigen pharaonischen Pyramide, die Ratta Pinata, Ra, sowie der pharaonische Sonnenkönig, Sonnengott Ra, Amun Ra. Als ich hier vor 21 Jahren war, war der noch intakt da oben, aber sie versuchen es systematisch zu vernichten, die Beweise, dass sie hier sind und waren. Also das war in 1992, war ich schon mal da. Und da sind die Alpen. Und das ist das nächste Ort, das ist Falikon. Das ist da. Da musst du suchen, Falikon. Das ist 8 Kilometer nord von Nizza. Da ist Nizza. Ne? Und das ist das Mittelmeer. Und auf der anderen Seite ist Ägypten. Die andere Seite vom Wasser. Ne? Also warum nun haben sie das Ding nicht dargestellt? Ne? Weil erstens mal ist es auf einer Leyline natürlich. Und zweitens hier vom Satellit aus oder vom Raumschiff kann man das besser sehen. Ja. Das Ding ist total in einem Berg vergraben. Wenn man das ausgrabt, dann kriegt man eine richtige große Pyramide. Also das ist der Top. Also die Pharaonen, die sind hier. Hier sind sie in Europa gelandet, bevor sie die Schweiz gegründet haben. Ihre richtige Basis jetzt und seit langer Zeit waren sie schon hier. Ne? Also bevor sie die Schweiz gründeten, sind sie hier gelandet, um uns zu überherrschen, diese Pharaonen. Und die haben natürlich die ganze Zeit auf diese Bergen da geguckt und sich gefragt, naja, was ist denn da zu holen? Ne? Jetzt wissen sie das, es ist ihre Basis jetzt. Oktogon, die Schweiz. Also hier ein Bild von der Seite des Pyramiden. Also wer braucht noch weitere Beweise, dass die Pharaonen hier sind, dass sie immer hier waren, dass sie uns regieren und die Schweiz gegründet haben? Ich glaube, dass diese Beweise reichen. Na, sie sind hier. Der Feind im Innern ist hier. Also irgendwann nach dem Mittelalter war da ein großes Feuer hier im Wald. Da war hier ein Wald und alles ist abgefackelt und dann ist diese Pyramide rausgekommen. Vorher hat noch nie jemand den gesehen hier. Und in 1920 war da noch eine richtige Hakenkreuz, eine Swastika hier da drauf. So wie ich das bewiesen habe, die kommt von den Pharaonen. Ja, wenn man eine Pyramide ausklappt, kriegt man ein Templerkreuz und holt man 2 Diagonale weg, kriegt man das Hakenkreuz. Und die hat man geklaut hier in 1920 oder in den 20er Jahren. Also genauso wie in Bosnien, da ist hier eine riesen Pyramide unter der Erde, im Berg drinnen. Also, dann werden wir jetzt mal einen Blick werfen innerhalb der Pyramide, da wo hier der Eingang ist, aber das war natürlich nicht der richtige Eingang. Jetzt sind wir oben drauf hier. So, das geht ganz, ganz tief in der Pyramide hinein. Und ja, also ich weiß nicht, was man hier noch alles finden könnte. Man muss ja graben auch noch. So, Herr Seton, Seton, der Gott der Unterwelt, Seton, Satan, sind Sie da? Okay. Also leider wollen Sie Stück für Stück die Beweise hier wegholen. Vor 20 Jahren war das hier noch ganz intakt, hier da oben. Sie wollen natürlich die Beweise wegholen. Ne? Und anscheinend gibt es da noch Leute, die so alte pharaonische Sachen hier machen, so wie man das sieht, was man, ich weiß nicht, was das alles ist hier. So pharaonische Magie oder so. Und dann haben wir hier das Schwimmbad der neuen Pharaonen.
Also da ist die Pyramide des Rata Pinata, das heißt die, der Fledermaus, Batman, in der Nizoise Sprache, in Nizza, die Nizza Sprache. Und hier ist das Dorf, wo man hoch muss. Das hat nichts mit den Jaina zu tun in Indien, was einige Leute sagen. Und Jaina in die Nizza Sprache, das heißt da, wo die Ziegen sind und so. Und hier nochmal die Pyramide des Rata Pinata aus einem anderen Winkel. Also diese Pyramide ist dann 4000 Jahre alt mit einer guten Sicht auf das Mutterland Ägypten.